Ich glaube, das hier war ein Erdöl. Nee. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich glaube, die waren nämlich ein bisschen stärker. Oh ja, 20 Schaden machen die eben mal so. Und ich bin ja noch nicht so gut, ja, noch nicht so gut in der Heilung. Das seht ihr ja gerade. 100 Archery geschafft. Yes! Geil! Mit denen auch von dir so viel? Oh, nee, da sind noch mehr. Nee. Da müssen wir erstmal einen besseren Bogen und alles kriegen, bevor wir hier weiterlaufen. Schlage ich vor, wir machen hier nochmal eine Runde nach oben durch. Und wenn was wieder neu da ist, dass wir das dann holen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, oder was ist das hier? Ach, nur 2 Schaden. Oder 3 waren das, glaube ich, nur, ne? Übel. Juhu, da ist wieder ein Gegner. Juhu. Hallöchen, Gegner. Ja. Bleibt der Freund. Soll ihn an etwas erinnern. Oder sie das selber immer so gut kann. Ich glaube, hier machen wir gleich mal einen Zettel. Ich kann ihn. Karte. Ah, da ist noch ein Gegner. Den habe ich gerade übersehen. Oh, da ist auch schon wieder eine neue Kiste. Also die Kisten kommen auch recht schnell wieder. Kommt es mir nur so. Denke ich mal so, ne? Weil ich habe hier, glaube ich, eine geöffnet gehabt. Die habe ich, glaube ich, damit angefangen, ja. Ja, ich glaube, hier hatte ich angefangen damit. Und ich entscheide mich jetzt, ich werde Archer Tamer, glaube ich. Wäre, glaube ich, angenehmer, um auch hier weiter voranzukommen. Ich werde dann versuchen, dann ein Merc zu bekommen, wenn es klappt. Ist so einer, der mir mitläuft. Das ist so eine Art, ja, der sieht aus wie ein Mensch. Also irgendwie ein Humanoid und den kann man normale Rüstung und sowas alles anziehen und dann kann der richtig mit einem mitkämpfen. Ich glaube, so werden wir das machen. Ich glaube aber, ein Merc kostet, glaube ich, 20 Millionen. Es sei denn, wir schaffen die Quest. Das wäre nicht schlecht. Und ich glaube, da brauchen wir aber Hilfe. Denn alle Orte werde ich, glaube ich, nicht wiederfinden, wo die ganzen Sachen versteckt sind, wo wir hin müssen. Oder sie sind in der Bibliothek alle. Müsste dann mal gucken. Besieg sie! War nix. Weil wenn wir den Merc haben, dann kann ich euch auch Stellen zeigen, wo man viel einfacher und vor allem auch für die Champs, wenn wir viel und allein unterwegs sind, wäre das dann definitiv alles machbar. Also vieles. Direkt haben wir noch gar nicht. Cool. Jetzt schon. Ja, das war die erste Etage sozusagen von diesem Dungeon. Überlege gerade. Healing müssten wir noch gainen. Ganz viel, aber ich glaube. Ja, ich stelle das hier mal kurz um. Wir werden hier Animal Lore und Animate Taming mal reinsetzen, damit wir das
Melon. Das ist jetzt eine Melon, das ist mit Taming beides. Ja, Veterinär brauchen wir eigentlich nicht. Wenn wir einen Merc haben, brauchen wir auch für den selber Healing, um ihn wiederzubeleben, wenn er dann gebondet ist. Oh, sollte so passen. Und wenn wir das hier auf steigen, dann testen wir das direkt mal. War-Modus gehen. Man kann sich die hier so rausziehen, bequem. Kann dann Doppelklick machen. Dann hier testen. Emilor ist 0,2 gestiegen. Dir fällt nichts ein, was du beiläufig erfahren hast. Super. So, und das könnte man dann jetzt die ganze Zeit auch mit einem Makro das so hochjuckeln und irgendwann, wenn es mal gelingt, kriegt man hier dann so ein ja, Statusbericht, ein Menü. Und zwar über Bucky, das ist unser Tier hier. Unser Pferdchen. Ist auch übrigens gebondet, ne? Ja, ich muss das mal wieder füttern, fällt mir ein. Ganze Zeit ohne Fütterung ist der Typ hier mit mir unterwegs und ist noch nicht abgehauen. Hat bestimmt Riesenhunger. Nee, Wonderful Happy. Okay, Wonderful Happy heißt hier zum Beispiel, dass er sehr glücklich ist, das heißt, er ist auch absolut satt. Ultima Forever, jo. Hallöchen. Gucken wir mal weiter. Also die Werte sind hier nicht ganz besonders für von diesem Pferd. Der zum Beispiel hier hat da auch Skills, kann man auch scannen, die Tiere und sowas alles. Der hat hier Wrestling nur 40,6, das ist eigentlich gar nichts. Hier kann man auch gucken, was er ist. Und hier gucken wir nochmal auf der ersten Seite. Der hat nur 41 Leben, also selbst das kleinste Vieh kann ihn wahrscheinlich schon sehr schnell umbringen. Recht wahrscheinlich. Und darauf bin ich ehrlich gesagt nicht so scharf. Steigen wir direkt mal wieder auf. Ja, das heißt dann, wir haben wieder zwei Skills, die man von 0 sozusagen, also fast 0, in dem Loch haben wir jetzt schon 1,6. Wieder hochtreiben kann, das ist schon mal sehr gut. Wir haben auch eins wieder auf fallend, weil wir haben ja noch nicht so viele freie Punkte dann mehr, ne? Müssten wir eigentlich mehr darauf achten, die werden jetzt hier zum Beispiel bei Healing oder so später fehlen. Nee, gar nicht vor, wegen, wenn das fällt, dann. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Wahrscheinlich muss ich auf Resisting Spells verzichten später oder sowas erstmal. Man muss das dann irgendwie anders kompensieren, vielleicht mit Schmuck oder sowas, damit wir mehr gegen Magie immun sind. Überlege gerade, ob wir weiter jagen oder. Ja, lasst uns mal wieder jagen gehen. Wir müssen ja noch. Also was wir noch recht schnell hier hochtreiben können, ist Anatomie. Healing, wenn wir uns ab und zu mal hauen lassen. Geht zwar auch unsere Rüstung ein bisschen kaputt, aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Das ist ja die Nubi-Rüstung. Wenn wir schnell genug hier im Weglaufen und so sind, dann treffen die uns auch nicht. Dann können wir auch so nackt irgendwie das Zeug besorgen. Wird wieder nichts. Ja. Sachen. Also sie sind ja auch nicht so wirklich stark oder so, aber trotzdem, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Viel ist nicht sichtbar. Oh, wir müssen auf die gleiche Höhe. Also ein bisschen schräg. Juhu, Healing. Los, heilen. Wieder nix. Also ich habe echt nur Pech, dass ich nur das Gold daraus gebrauchen kann. Ich hätte mehr erwartet. Ich finde Shame als Dungeon echt geil. Fällt mir richtig gut. Macht das auch wahnsinnig. Ich habe, glaube ich, auf jeden Dungeon, in diesen Dungeon gibt es
Oder beziehungsweise gab es, weil manche Server es ja nicht mehr existieren, die auf denen ich gezockt habe, gab es eigentlich immer. Ob sie den Server komplett selber neu gemacht haben oder so, ich habe diesen Dungeon immer wieder entdeckt, dass der immer da ist. Es ist auch ein beliebter, finde ich, der sich auf jeden Fall auch lohnt. Das ist wieder ein Ring. Wieder mit nichts drauf. Also ich habe hier definitiv zu viel Pech. Frustrierend. Befürchte, wir müssten auch gucken, wenn wir dann eine bessere Rüstung und sowas haben, dass wir dann dementsprechend auch gucken, dass wir ein kleines Häuschen oder sowas kriegen, damit wir irgendwie noch Lagerplatz haben. Wir können nicht einfach unsere Bank voll proppen und dann hoffen, dass wir da immer wieder alles wiederfinden und so. Denn ich glaube, die hat auch eine bestimmte Kapazität nur frei und dann ist sie auch voll. Kann man nichts mehr mit der machen. Beziehungsweise reinpacken oder so. Bam, voll oben, du bist tot. Komm schon. Hier Stärke. Tauschen wir. Wir haben hier nur Resistance und es ist aber für uns viel interessanter, dass wir aus die ganzen Stamina hier hochkriegen. Damit wir uns richtig wehren können. Mal hier unten lang. Hier irgendwo ein Skorpion oder so gehört. Da. Und eine Kiste für uns. Yay! Wieder besiegt. Boom. Hat Boom gemacht. Da. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? 25. Okay, cool. Läuft. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, diesmal habe ich den Dungeon doch ein bisschen leer gemacht. Gucken wir doch mal, was könnten wir da machen? Kanalisation, aber ganz nett, aber das ist eher nicht so. Healing. Dreitausend Token schon. Dann mit denen hier 4000, ungefähr 4700. Auch schon mal ganz cool. Was stellen wir an? Ah. Kramen wir noch mal in der Bibliothek einfach ein bisschen herum. Hier stehen noch die Schneemänner, das ist ja cool. Wie ist der? Loki, okay. So. Kramen wir hier mal rum. Hier. Monster und Pets.
Du kannst gut an Pets von A. Ach nein, Leute, ich weiß, was wir erstmal machen. Hier oben nicht was? Oh ja, der teure Supermarkt. Und zwar können wir hier, glaube ich, Taming hochkaufen. 333 Gold. Ne, das war auf Account, ne? Jupp. Gold. Münzen aufwerfen lassen und ihm geben. Und so können wir uns Taming hochkaufen. 33,2. Cool. Bulk Order. Und zwar kann man so eine Aufträge kriegen. Das sind kleine Aufträge, das sind die Small. Und zwar muss man 10 Germanen. Da ist auch ein Bild abgebildet hier. Muss man jetzt dieses Vieh finden und 10 Stück tamen und in diese hier hineinfügen. Und dann kann man es ihm entweder abgeben. Oder falls, es gibt auch die Large, also die großen Bulk Order, da kannst du die kleinen hineinfügen und das dann abgeben. Und das gibt dann viel bessere Sachen. Aber ich glaube, Germanen, die sind. Also sie sind nicht aggressiv, das weiß ich, aber ich glaube nicht, dass ich die schon tamen kann. Ich geh einfach mal gucken. Und das einfach mal. Bin immer das Falsche, ist irgendwie lustig. Wieder falsch. Oh. Ja, das dritte, drei. Da läuft schon einer. Aber wir müssen jetzt uns erstmal um die kümmern, die uns hier angreifen. Und zwar die Mongbats. Denn die stören uns sonst, wenn wir tamen. Also zumindest versuchen, ob wir ihn schon tamen können. Ich weiß nicht, ob wir das schon können. Das sehen wir gleich. So. Indem wir einfach mal Tame nehmen. Ganz dicht dran gehen. Und du hast keine Chance, diese Kreatur zu tamen. Das heißt, wir sind noch zu niedrig mit Taming. Dann gucken wir doch mal, ob wir ein reitbares Lama tamen können. Ja, können wir. Und kriegen dadurch Animal Lore. Oh. Cool. Hab schon ganz vergessen, dass das hier so geht. Gelingt dir nicht, das Tier zu zähmen. Also dieses Wesen zu zähmen. Das ist schade. Versuchen wir es einfach nochmal. Den können wir ja nicht einzeln Animal Lore einfach holen, sondern gleichzeitig so. Irgendwie nervt mich ein bisschen mein Handy. Gelingt dir nicht zu zähmen, aber ich krieg auch keinen Taming Gain, ne? Das ist. Vorgestern mit meinem Vater gezockt, The Division. Also wenn ihr das hier seht, schon ein bisschen länger her oder so, weil ich nehme es ja auch auf, falls ihr das. Und jetzt hat sich der Rechner zweimal bei The Division aufgehängt. Der Rechner ist nagelneu, also. Ich habe keine Ahnung, woran es jetzt liegen sollte. Ich habe ihn jetzt einfach mal gebeten, jemand anders zu fragen, der sich mehr damit auskennt. Oh, hab ich jetzt hier nichts mehr getamed oder was? Aber wir kriegen dadurch die Gains in Animal Lore. Ist ja schon cool. Aber ich wollte eigentlich was anderes machen, oder? War doch irgendwie. Ich wollte nur gucken, mal was hier für ein Bulk Order ich rauskriege. Vielleicht, man hat auch Glück, man kann welche mit sehr niedrigen Anforderungen schaffen. Also, um eine bestimmte Sache tamen zu können, braucht man meistens Taming. Bei manchen Tieren braucht man auch eine bestimmte Anforderung von Animal Lore. Und ich glaube.
Der hier will, dass ich mehr Animal Lore habe, damit der sich wirklich bei mir wohlfühlt. So knuddeln wohlfühlt. Entschuldigung. Aber ich sollte mich jetzt lieber auf was anderes stürzen. Animal Anatomie könnten wir versuchen, heute noch fertig zu kriegen. Tactics auch. Oder wir machen erstmal Magie fertig.